ab. So ein bisschen Lore und Rollenspiel würden echt nicht schaden. Rollenspiel? Lore? Wie meinst du das? Na, einige Zuhörer würde es bestimmt wirklich freuen, wenn ihr zumindest ansatzweise versucht, das Gefühl einer Fantasy-Welt und einer Geschichte, die darin spielt, herüberzubringen. Ach, Rollenspiel. Du meinst das von Teilnehmern spielgemäße Einnehmen fiktiver Denk- und Handlungsmuster und dem Ausleben dieser in einer von ihnen mitgestalteten Spielwelt. Ich bin ja eigentlich auch Rollenspieler. Dieser ganze neumodische Schnickschnack ist ja auch nichts für mich. Queries und Whispers, diese ganze geheime Elfentechnologie. Ist das da der Wikipedia-Artikel über Rollenspiel auf deinem Handy? Nein. Von welchem Handy redet ihr? Pinky? Ja, Eure Majestät? Es klingelt. Entschuldigt Eure Pinkigkeit, aber was genau ist so ein Handy? Netter Klingelton, nicht? Gott, jetzt geh endlich ran, Gnomen, damit wir mit der Handlung weitermachen können. Nur damit eins klar ist, das ist nicht mein Handy. Das wurde mir von der Königin aufgedrängt, damit sie mich nachts aus dem Bett klingeln kann. Geh einfach dran, Pinky. Okay? Und ich bekomme nur offizielle Anrufe in königlichen Fragen. Es ist mein Job immer. Geh einfach dran oder wir schreiben dich aus der Serie. Königliches Telefon, Pinky am Apparat. Hä? Was? Nein, es ist gerade ungünstig. Nein, wirklich, ich. Natürlich, warum sollte ich nicht mit dir reden wollen? Es ist nur. Das ist mein Arbeitstelefon, Mama. Nein. Ach, Mama. Ob ich was? Natürlich habe ich frische Unterwäsche an. Was ist das überhaupt für eine Frage? Ich bin bei der Arbeit. Ja, ich bin mir ganz sicher. Es steht sogar Montag drauf. Pinky. Hör auf, mich zu bemuttern. Ich bin 36 Jahre alt. Irgendwann. Nein, das war nicht meine Freundin. Das war meine Chefin. Was? Ja, ich weiß. Ja, ich weiß, dass alle meine Freunde schon längst verheiratet. Pinky. Was zum Henker ist denn? Heute ist Freitag. Oh. Mama? Ja. Ach, das hast du gehört. Ja. 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 Ja, ich gehe sofort nach der Arbeit los und ja. Ja. Ich hab dich auch lieb. Küsschen. Um einen weißen Mann zu zitieren. Ha ha!